Hallo und herzlich willkommen hier bei Bird of Play. Ich bin der Lutz und weiter geht's mit der regulären Raumschiffssammlung und zwar Ausgabe 124. Der Emmet. Los geht's, wer hätte das gedacht mit dem Heft und das Schiff, man sieht sofort, was später draus geworden ist, und zwar das Warp Delta. Es ist ein Testschiff, Stapellauf vom 22. Jahrhundert, Besatzung 30 Mann und Länge 130 Meter. Wow, ganz schön großes Schiff. Also wie gesagt, es ist ein Testschiff, gehört natürlich der Vereinigten Erde, Stapellauf 22. Jahrhundert, Länge 130 Meter, Besatzung 30 und Höchstgeschwindigkeit Roundabout Warp 1. Okay. Riesig, aber nicht schnell. Im Gegenteil, eher sehr, sehr langsam. Aber es ist ja auch bloß ein Testschiff, ne? Rücken wir das mal noch ein bisschen mehr nach hier, weil hier steht jetzt, die SS Emmet war ein Erdenschiff, die Entwicklungsstufe zwischen der Phoenix und der NX-01. Ja, könnte man schon sagen. Aber ich meine, da gab es ja noch verschiedene andere Stufen dazwischen. Zwischen Phoenix und NX. Also, was ist mit der Intrepid? Was ist mit dem Warp Delta? Und so weiter und so fort. By the way, ich denke mal, ihr hört schon, ich bin mal wieder ein bisschen angeschlagen. Also entschuldigt bitte, wenn ich durch die Nase spreche und ab und zu ins Mikrofon huste. Wir gehen auf den Winter zu, wir haben Herbst. Und mich hat es dieses Jahr zweimal erwischt. Und ja, das ist schon der Aufbau des Schiffes. Gibt's ja jetzt nicht viel zu sagen. Hier haben wir auch das Warp Data, da werden wir dann gleich später zu kommen, in der Vergleichsflotte logischerweise. Aber als solches, ja hier, Raketenantriebsdüse. Das Schiff hat noch keinen Impulsantrieb, das Schiff läuft doch über Raketenantrieb, was ich sehr interessant finde. Hauptdeflektor, das Ding hier vorne, ach du meine Güte. Eieieiei, aber wir sehen hier auch schon die NX-Style Warp-Gondeln. Man kann erahnen, in welche Richtung es gehen soll. Das Schiffsdesign der SS Emmet. Emmens, wollte ich gerade sagen. Designer John Eaves erhielt die Aufgabe, ein Raumschiff zu entwickeln, das im Serienvorspann als Vorläufer der NX-01 dienen sollte. Ah. Oh, sehr interessant. Das sieht hier aus wie quasi ein Shuttle-Schiff, ne? Aber hier vorne diese Nase, das erinnert mich gerade sehr, sehr an die Phoenix. Da hat er sich wahrscheinlich am Anfang so dran orientiert, würde ich mal schätzen. Wie kann ich die Phoenix mehr aussehen lassen wie so ein Shuttle-Schiff? Aber ich muss mal ehrlich sagen, das Design hier passt doch eher so in, ja, auf den Enterprise E oder so. Das erinnert mich jetzt auch gerade an die, ans Runabout und an das, wie hieß es, Argo? Wo auch dieses komische Buggy-Fahrzeug drauf war, Nemesis. Erinnert mich gerade da eher dran, dieses Design. Und, ach ja, das fand ich eben witzig. Die Scimitar, Werbung dafür, hatten wir ja schon, also, weg damit. Und weiter geht's mit, was ist denn das für ein cooles Bild? Das kenne ich, ja. Aber dass das mit in dieser Konzeptzeichnungsphase war, ich zoome mal ein bisschen näher ran. Ah, ich liebe so einen flotten Sammelsuriumsaufbau. Wir haben hier die Original Enterprise, eine sehr schöne Darstellung davon, oben drüber die Enterprise E. Hier ist die Phoenix. Ist das hier Friendship One? Ich glaube, ne? Sehr, sehr interessant. Hier haben wir dieses Prototyp-Shuttle-Schiff, was ja die NASA mal entwickeln wollte, als Nachfolger von dem hier. Jetzt gucke ich hier gerade. Hier sind Raumkapseln aus unserer Zeit. Sehr interessantes Bild. Okay. Weitere Concept-Arts. Mann, ich werde ja hier richtig verwöhnt. Hier sehen wir schon so ungefähr, wie es dann im Vorspann aussieht. Und John Eaves hat also experimentiert, wie der Impulsantrieb aussehen sollte, bevor er sich dazu entschlossen hat, hey, ich mache doch einen Raketenantrieb. Das hier sieht auch sehr, 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 sehr Akira-mäßig aus. Wahrscheinlich, weil er sich an der NX so, weil er sich an die NX heranpirschen wollte. Aber das könnte hier auch was sein, was er dann später in Star Trek Online verwendet hat. Ja, und dann haben wir hier der Vorspann von Enterprise. Und da haben wir die fertige NX.
Hier kommt sie von der Erde. Ja, kann man ja dem Vorspann. Also hier geht es darum, wie sie den Vorspann zusammengestellt haben. Ah, und da haben wir auch schon die SSM mit, die ja im terranischen Vorspann den Mond bombardiert. Schöne Sequenz. Ach ja, das nächste Mal geht's weiter mit Alice. Nein, nicht den DSL-Anbieter, sondern wirklich mit Alice, dem Shuttle-Schiff. Mit dieser verrückten KI und hast du nicht gesehen. Also, die Emmett. Fernsehauftritte. Vorspann von Star Trek Enterprise. Fernsehauftritte. Star Trek Enterprise. Entworfen von John Eaves. Wichtiger Auftritt. Der wichtigste Auftritt. Vorspann Star Trek Enterprise. Wuhu. Hat er nicht viel geleistet, der Chef. Gut, dann würde ich mal sagen, genug vom Heft. Und ja, huch, wir sehen uns dann gleich wieder. Die SS Emmett. Auf einem, naja, wieder einmal relativ wackeligen Ständer, das zeige ich euch. Aber gleich, hier kommen wir erstmal zum Modell. Und das allererste, was mir ins Auge fiel, eben gerade in der Kamera. Holy shit. Wunderbares Aztec-Pattern. Es hebt sich im Dunkeln sehr, sehr ab von der eigentlichen Höhlenfarbe. Und wenn man es ins Licht hält, dann leuchtet es schön. Wunderbar. Schönes, schimmerndes Aztec-Pattern. Ja, das andere, was mir sofort auffiel, Metallanteil, lohnt sich sehr, denn nur die Warp-Gondeln und ja, wie immer haben wir hier so einen komischen, merkwürdigen Spalt, wo man sieht, wo Metall auf Plastik trifft. Das heißt also quasi nur die Mitte des Schiffes ist Plastik, der Rest ist Metall. Und natürlich hier hinten auch der Antriebsaufbau, das ist auch Plastik. Aber das lohnt sich. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Hier an den Kappen haben sie keine Decals. Oh, zoom mal ein bisschen ran. Da seht ihr vielleicht, was ich meine. Hey, Autofokus. Warp-Gondel, danke. Ja. Was ist so interessanter an der Darstellung von Deep Space Nine? Du sollst Gottverdammt nochmal das Schiff fokussieren. Ah, okay. Also es wird mit der Seitenansicht heute etwas witziger. Hier haben wir unsere Warp-Gondel. Wir haben hier so. Huch, da hau ich vor Schreck das Schiff weg. Wir haben hier. Genau. Wir haben hier so ein paar blaue Decals für das Warpfeldgitter. Halbdurchsichtige rote Plastik für den Bossard. Kollektor. Sieht ein bisschen aus, als wäre da noch was drin, aber. Nee, das ist die Warpgondel als solches. Das sind keine extra Details. Leider. Hab ich erst gedacht. Entschuldigt bitte, dass da jetzt meine dicken Wurstfinger so dazwischen sind, aber er will es nicht anders fokussieren. Na komm. Ja, nochmal die andere Seite. Aber soll ich euch mal ehrlich was sagen? So ein bisschen enttäuscht bin ich schon. Hier vorne. Da ist not much going on. Ja, ein Haufen Höhendetails. Ohne Frage. Aber er fehlt irgendwie ein Decal, oder? Täusche ich mich? Ja, und hier hinten. Wie gesagt, die Kappen hier hinten, die sehen ein bisschen langweilig aus. Dann haben wir hier unseren Raketenantriebsaufbau. Das sieht sehr, sehr interessant aus. Ein bisschen sternzerstörermäßig. Ach, Fokus. Spiel mit, bitte. Jawohl. Wir haben hier noch irgendwelche extra Details. Das sieht sehr interessant aus. Der Antrieb als solches. Ja, das ist einfach bloß ein schwarzer Paintjob, der hier jeweils in den Öffnungen ist. Da ist nicht viel. Ja. Haben wir hier noch so ein paar Höhendetails? Vielleicht kann ich ihn wieder ein bisschen reinzoomen. Hier haben wir irgendwelche Rundungen. Oh, okay. Ich könnte mich jetzt täuschen, aber hier diese Streifen und das Ende des Antriebs hier, das scheint na. Ja, das ist ein bisschen mehr silberlich. Die haben irgendwie einen anderen Paintjob. Die haben eine andere Farbapplikation bekommen. Das hebt sich ein bisschen von der Höhenfarbe ab. Sehr interessant, genauso wie hier diese Rundungen. Ah, interessant. Diese Details hier am Rand haben sie einfach durch Decals dargestellt. Hier dieser. Was auch immer das sein soll. Panzerplatten, kann man das so sagen? Ich denke mal. Da haben wir hier nochmal ganz kurz einen Blick, das habe ich Ihnen gerade nicht so richtig gezeigt. Die Höhendetails von den Pylonen.
Und dann schwupp. Einmal husten. Und, oh ja, hier unten ist ein bisschen mehr going on, ne? Wir haben hier noch so ein paar mehr mittlere Details. Ja, und wie gesagt, wir haben hier auch schon die Spalte. Sieht man ja zum Beispiel hier in der Ecke ziemlich deutlich. Plastik, Metall. Also, aber ich muss ehrlich sagen, der Metallanteil lohnt sich wirklich. Also, holy shit. Die hier mit von oben. Von der Seite. Na doch, er spielt ein bisschen mit der Fokus. Einmal von vorne. Einmal von hinten. Und von unten. Also die untere Seite ist wirklich die, die am beschäftigsten aussieht. Ah, dieser Aufbau hier, dieser Antrieb, der sieht schon ganz gut aus. Also den haben sie schön gemacht. Na gut. Wie immer ist der nämlich nicht richtig geschliffen, der Sockel hier. Nicht der Sockel, der Greifer. Der sitzt nicht richtig im Sockel, deswegen. Aber egal, der sitzt trotzdem relativ fest. Dann lassen wir mal die Emmet andocken. Mal gucken, ob das jetzt, wie sich das vorstellen. Ja, einfach bloß reinsliden. Und dann sitzt das doch ganz fest. Okay. Der Ständer ist gut. Der wäre besser, wenn sie ihn besser bearbeitet hätten, aber das Schiff sitzt doch ziemlich sicher. Na, dann wollte ich mal sagen, ab zur Vergleichsflotte. Und was für ein Schiff wird sein? Natürlich das Warp Data. Und ich bin jetzt gerade relativ überrascht, wenn man die jetzt beide nebeneinander stellt. Da sieht man dann doch schon einige Details anders, sage ich jetzt mal. Ich habe echt gedacht, die sind sich ähnlicher, aber nee. Wenn man sich hier mal das anguckt, die Form der Emmet und dann die Form des Deltas, da sind doch schon Unterschiede zu sehen. Das sieht hier stromlinienförmiger aus, sage ich jetzt mal. Ich weiß auch nicht. Es kann mich auch täuschen. Muss ich mal ehrlich sagen. Ja, aber es ist sehr interessant. Die sind sich nicht so ähnlich, wie ich dachte. Die Warpgründe sind anders. Die haben sie auf jeden Fall nochmal neu modelliert. Dann haben wir hier unseren Raketenantrieb. Hier haben wir schon so den Impulsantrieb mit diesem Warpfeld im Mitterkristall hier in der Mitte. Oder das war, glaube ich, ein Stabilisator. Genau. Der Kristall, der kam ja erst mit der Constitution-Klasse Refit. So war's. Das hier ist ein Stabilisator, genau. Dass der ganze Impuls-Warp-Antrieb ist mehr in den Rumpf gebaut. Hier steckt das ja so richtig raus. Dann hast du hier diese Rundung, die quasi eine Untertasse darstellen soll. Da haben sie beim Warp-Data komplett drauf verzichtet und haben einfach gesagt, okay, wir machen eine spitze Nase und klatschen da vorne eine Brücke drauf. Die Höhendetails sind auch anders, ja. Wir haben hier immer noch diese sehr interessanten Farbapplikationen der unterschiedlichen Höhenplatten hier. Naja, das hier sieht mehr aus wie aus einem Stück gefeilt. Und sogar die Pylonen sind ein bisschen anders. Ha. Es ist wirklich sehr interessant, weil man sieht, die Emmet war zuerst da. Und die Sternflotte hat halt experimentiert mit Warp 1 oder was weiß ich was. Irgendwann interessante Resultate aus diesem Schiff rausgeholt. Da haben sich gesagt, okay, das würde wahrscheinlich reichen, dass wir uns endlich mal ein Forschungsschiff bauen können und zack kam das Warp Data dabei raus. Immer noch experimentell, immer noch eines der ersten Forschungsschiffe. Man weiß noch nicht so richtig, wo man hin will. Also machen wir es erstmal basierend hier drauf. Raus kam das Warp Data. Dann hat Warp Data weiß was ich was hier macht und dann hat man sich entschieden, ey geil, wir sind vielleicht doch bereit, noch mal was anderes zu entwickeln. Vielleicht was noch ein bisschen schneller unterwegs ist, was noch ein bisschen tiefer im Raum vordringen kann. Und dann kam auf einmal die Intrepid und dann hatte man quasi diese Trilogie fertig und hat sich gesagt, okay, Tiefenraumforschungsschiff, let's go, Warp 5, NX-01. Finde ich interessant. Es ist wirklich eine sehr interessante Design-Evolution. Da haben sie wirklich drauf geachtet bei Enterprise, möchte ich mal sagen. Na gut, dann wollte ich mal sagen, kommen wir mal gleich zum Fazit. Ja, Ausgabe 124. Ich war erst skeptisch, weil ich mir dachte, oh, schon wieder eine andere Subvariante. Aber oh, ich bin nicht enttäuscht. Die Emmet, erstmal zum Heft. Ey, Concept Art. Geil. Designprozess des Schiffes. Richtig cool. Die Emmet als solches. Es ist merkwürdig. Weil ich meine, die Emmet ist ja wirklich designt worden für Vorspann. Okay,
Gut, aber es ist trotzdem ein sehr interessantes Schiff, einfach bloß wie gesagt. Man sieht so ein bisschen die Design-Evolution, die man sich vorgestellt hat für Enterprise. Weil aus dem Schiff ist das Schiff geworden, aus dem Schiff ist dann wahrscheinlich die Intrepid geworden und aus der Intrepid ist dann die NX geworden, ja. Ja, ich habe echt gedacht, naja, ist halt das Schiff aus dem Vorspann von Enterprise. Es ist sehr viel interessanter, als ich dachte, muss ich ehrlich sagen. Das Modell ist gut. Metall lohnt sich, der Metallanteil. Wir haben einen sehr interessanten Antriebsaufbau. Der gefällt mir echt gut. Ich muss aber ehrlich sagen, so ein paar Details fehlen. Das S-Tech-Pattern ist mega, aber zum Beispiel an dem Warp-Gondeln, die Ränder waren so ein bisschen. Nee. Ja, auch so, ich weiß auch nicht, wie gesagt, die Decals sind mega. Aber gerade hier auf der Untertassensektion, da fehlt irgendwie was. Aber das liegt halt an dem Schiff. Als solches wollte ich mal sagen, weil auch auf dem CG-Modell sieht man ja gerade ganz gut, ist nichts. Ja, es ist halt nur ein Schiff für den Vorspann. Das sollte jetzt nicht im Detail beleuchtet werden. Ja. Aber die Details, die da sind, die gefallen mir richtig gut. Also ich würde mal sagen, das Modell scheitert nicht unbedingt als Modell, sondern die Vorlage ist ein bisschen. Ja, also das Modell ist schon cool. Boah. Man musste halt mit dem Basismaterial arbeiten, was man bekommen hat. Und das Basismaterial, was man bekommen hat, das ist. Da geht nicht so viel mit ab, logischerweise. Weil es soll ja bloß ein Schiff für den Vorspann sein, sage ich jetzt mal. Gut, Leute. Dann fasse ich mich hier kurz. Das wird hier keine lange Folge. Ich möchte nämlich auch jetzt gleich noch Ausgabe 125 aufnehmen und euch beides aufnehmen. Und Alter, meine Stimme stirbt gerade vor sich hin. Gut. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschaußen.